Der Grafikstil von Zelda Breath of the Wild in einem Battle Royale zusammen mit Magie? Das gibt's doch gar nicht. Doch, das seht ihr gleich nach dem Intro. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und heute gibt es mal was Neues. Und zwar Spellbreak. Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, es ist wirklich wunderschöne Zelda Breath of the Wild Grafik. Und das Ganze ist ein Battle Royale, machen wir gerade das Tutorial. Ich habe es gerade mich eingeloggt und habe gesehen, es kommt das Tutorial. Dann habe ich aufgehört zu spielen und habe jetzt schnell das eingerichtet. Und jetzt spielen wir es einfach mal. Ich habe es schon mal gespielt in der Alpha ein bisschen, aber noch alles unter Verschluss. Da durften wir nicht viel zeigen oder gar nichts, glaube ich. Und da sah es auch ganz nett aus, aber jetzt, also grafisch haut's mich ja echt um. Also, bei dem Grafikstil von Zelda, da holt's mich ja eh ab. Breath of the Wild, das hat mir eh sehr gut gefallen. Und das hier, ich hoffe, das fängt die Aufnahme gut ein. In einer super Grafik, also. Hübsche so ein bisschen. Wir können noch nicht angreifen, das kommt alles gleich. Namen immer. Ja, Spellbreak. So, mein Name ist Avira Emberde, okay? Oder wie auch immer. Wie du eine Eidbrecherin. Lies es jetzt nicht vor. Das geht so schnell. Beziehungsweise es geht, aber. Gut, Sparausgabe fehlt hier. Wäre nett gewesen, aber gut. Schritt 1 von 9 abgeschlossen. Jetzt landen wir auf was Neuem. So, Portale mögen der schnellste Weg zu reisen sein. Sind aber ungenau. Hm. Haben wir jetzt hochgeschaltet, oder wie? Schweben, Space, yo. Bisschen schweben kann man sieht den Balken, ne? Schritt 2 abgeschlossen, okay. Ja, das ist eine Designentscheidung, warum man jetzt nicht mehrere Dinge hintereinander machen konnte und wie jetzt mal ein neues Ding spawnen muss. Sei es drum. Pyromagier, Feuerhandschuhe, damit kannst du den Feuerball wirken. Okay. Mal gucken, ob ich hier auch gut sitze mit der Kamera, wenn ich bewege mich nochmal. Oh, könnte passen. Nicht aufladen? Nee. Wieder ist die linke Maustaste. Verstehe. Space rennen kommt, Shift rennen kommt wahrscheinlich noch. Ein primären Spell. Ui. Okay, ich hätte alle damit erwischen sollen. Ah, ja, ja. Das gefällt mir. So, Fähigkeiten kombinieren. Jetzt haben wir zwei verschiedene Handschuhe. Können kombiniert werden. So, E halten, um einen Hexer zu wirken. Ah, das können wir explodieren lassen. Okay. Gibt es noch Gegner, wo wir das machen können? Wahrscheinlich gleich erst. Eine Rune. Shift. Wie fies. Wie fies.
So, deine gewählten Talente werden verbessert, wenn du Schriftrollen in der jeweiligen Talentart liest. Dein Verstand, Geist und Körper. Okay. Upgrade your Mid-Talent. Upgrade your Body-Talent. Okay, und upgrade your Spirit-Talent. Das war alles. Okay. Aber das ist ganz witzig. Er lässt auch was droppen. Upgrade your Mid-Talent. Okay, es ist wohl offensichtlich noch nicht alles übersetzt ins Deutsche. Aber sei es drum. Ja, so viel Englisch kann ich. Ist auch nicht so schwer. Übrigens free to play, ne? Dieses Spiel. Stiefel. Lauftempo erhöht. Der Gürtel erhöht die Rüstung. Und da unten ist meine HP. Ich sitze doch bombig. Und Mana stärkt, okay. Kann ich mich denn umziehen? Hier wahrscheinlich, ne? Inventar, ja. Alles automatisch fallen, ne? Einen besseren Gegenstand, okay. Kann ich die auch nicht mehr aufnehmen. Ja, nettes kleines Tutorial. Auf jeden Fall. Gesundheitstrank. Achso, wenn man jetzt Schaden gekriegt, soll man einen Trank nehmen. Das geht mit Z. Wirklich Z? Offensichtlich. Ja, wahrscheinlich Y. Und er hat es halt doof übersetzt mit der Tastatur. Wahrscheinlich wäre es Y gewesen. Das kann mir nur überlegen, wie ich das umlege. Komme mit Z zwar hin und kleinen Finger, aber. Also dadurch, dass ich Linkshänder bin, ne? Dann wieder kleine Finger. Teams. Das geht ja mit mehreren. Friendly Mage. Ah, wiederbeleben. Jetzt haben wir eine bessere Animation gewünscht. Ich hoffe, das gibt's eine bessere. Können wir die Karte öffnen? Ach ja. Öffne die Karte, wenn das Portal im Übungsbereich zu gelangen. Welchen denn? Ist egal, ne? Übungsbereich. Practice da oben. Da musste ich gerade mal niesen. So, jetzt im Übungsbereich. Und da haben wir jetzt auch die Frames per Second. Mal gucken, ob das schwankt. Ich befürchte fast ja. Kann ich schon einiges casten. Sie haben es auf jeden Fall noch mal ein bisschen geändert. Ich glaube, es gab mehr Sprüche für jeden Zauber. Also für jeden Handschuh. Ich glaube, es gab mehr als nur einen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es ewig her, wo ich es gespielt habe. Genau, kriege ich auch Schaden. Ja. Wichtig zu wissen.
Jetzt ist die Frage, gibt es hier andere Handschuhe? Ja, ne? Hier wahrscheinlich. Gibt es andere Runen? Was haben wir die hier gemacht? Wo sind denn die Handschuhe? Ah ja, da. Grünscher Steinhandschuh. Windhandschuh, Blitzhandschuh. Oh. Hat so ein bisschen was von hier der Imperator. Okay, was ist E? Oh, ja, kann man machen. Okay, was ist Shift? Oh, auch geil. Bist du zum Abhauen? Small Chest, hier können wir auch nochmal was finden. Upgrade your mid talent. Seltene Windhandschuhe, Rüstungssplitter. Ah, hier könnten wir nochmal Rüstung aufbauen, okay. Verbessert der Windhandschuh. Okay. Gefällt mir. Mir gefällt die Grafik. Mir gefällt das schnelle Gameplay. Ping von 0, klar. Ich bin ja gerade im Tutorial. Und die Frames sind auch konstant bei 100. Ja, 144 habe ich angegeben, aber es schwankt hier nichts. Mal gucken, wie es abgeht, wenn hier mehrere Leute unterwegs sind gleich. Okay, kann man machen. Oh, es zieht mich auch ran. Ja. Macht aber keinen Schaden. Oder? Wir gucken nochmal. Nicht wirklich. Na gut. Dann haben wir doch jetzt noch so ein bisschen Tutorial-mäßiges was gesehen. Ich finde, die Grafik hat was. Die bewegt sich viel, ist sehr detailreich. Und es ist nur eine 2080, die ich drin habe aktuell. Also ich finde es echt gut. Gut, jetzt vielleicht kein Raytracing mit dabei und super Licht- und Schatteneffekte. Aber muss ja nicht, also. Okay, Escape. War das Pausenmenü zu beenden? Ja, nee, zurück zum Hauptmenü. So, kommen wir ins Hauptmenü. Ach ja. Wähle dein Outfit. Glückwunsch und willkommen, Eidbrecher. Wähle dein erstes Outfit. Doch wähle mit Bedacht. Da es deine Wahl nicht rückgängig gemacht werden kann. Okay, aber keine Sorge, werden dir später andere Outfits verfügbar sein. Ja, was haben wir denn da? Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe keine Ahnung davon viel. Und zwar macht es zum Beispiel mehr Sinn, sich einen weiblichen Charakter zu nehmen, weil die kleiner sind. Sie zum Beispiel recht klein. Ich würde fast sagen, ich nehme sie. Keine Ahnung, ob es Sinn macht. Keine Ahnung. Wir können ja später mehr, ne? Jetzt auch keiner, der speziell zu mir passen würde. Der hier noch am ehesten. Wir nehmen sie. Er hat auch was, finde ich. Bisschen niedlich. So, Tutorial haben wir gemacht. Haben wir wohl nicht gemacht. Müssen wir es nochmal machen? Ich glaube nicht. Was gibt's denn für Sammlungen? Ah. Ich habe offensichtlich Outfits, weil ich ja schon mal Alpha gespielt habe.
Vorreiter, okay. Ich bin der Vor-Alpha-Tester. Ha! Cool. Okay. Da muss ich mal die Musik klein bisschen leiser machen. Und das ist Pionier. Bin ich ein Pionier? Ich hab mir es hier hart erkämpft. Meisterung. Rang 1, Rang 1, Rang 1. Okay. Freunde, ich habe offensichtlich noch. Doch, ich habe einen. Der das auch spielt, wahrscheinlich. Ich habe noch mehr Epic-Freunde, aber nur. Freunde. Aber nur einer, der das hier wohl auch spielt. Neuigkeiten im Shop. Lasst mich raten. Im Shop gibt's Outfits. Schlüssel der Befreiung. Mir schwant schon wieder Schlimmes, aber es ist ein Free-to-Play-Spiel, also. Die müssen irgendwie Geld verdienen. Und ich sage euch ehrlich, für so ein geiles Outfit, wenn das eins meiner liebsten Spiele wird, ein paar Euro habe ich dafür übrig. Und wenn es mir Spaß macht, dann unterstütze ich so ein Spiel auch gerne. Ne? Ist ja klar. Die Frage ist, muss ich hier jetzt Tutorial spielen? Nee, muss ich nicht, ne? Das haben wir ja gerade gemacht. Das haben wir auch gemacht. Wir machen Battle Royale Solo. Okay. Da würde ich... Ah, Ton noch ein bisschen leiser. Moment. Also den Ton lasse ich, aber die Musik. Gold hinzufügen, das ist klar. Das wollt ihr natürlich. Aber ich tue es den Entwicklern, wie gesagt. Nicht vorwerfen, weil sie müssen ja auch Geld verdienen. Also alles cool. So, was geht denn jetzt? Ich kann mich jetzt entscheiden, was ich machen möchte. Welcher mein erster Handschuh wird. Und ich glaube, den darf ich auch nicht wechseln. Ne? So. Doch, es gibt verschiedene Sprüche. Wir finden das jetzt alles gemeinsam raus. Eigentlich finde ich Feuer ziemlich geil. Die Verbrennung. Fireball. Flameball. Vielleicht lassen sie die Sprüche auch bewusst hier auf Englisch, was ich auch ganz gut finde. Wenn man sich einfach auf die dann einigt, wenn es um Turniere geht oder so. Ne? Gibt es da keine Verständigungsprobleme. Okay. Fangen wir an. Erstes Spiel in der Release-Version. Ich werde sowas von drauf gehen. Aber sowas von. Aber egal. Hallo. Hey. Ich muss jetzt einen Ort wählen. Ich habe keine Ahnung. Ich darf jetzt auch nichts mehr machen, oder was? Die Frames gehen ein bisschen Keller. Eigentlich wird es eine schnelle Runde. Ist hier öffnen? Nein. Das war wohl der erste Spieler. Es gibt hier Crossplay. Unsichtbar. Mit Unsichtbarkeitsrune. Es gibt hier Crossplay und wenn ich hier jetzt Gegner habe von der Konsole, die vielleicht nicht so gut sind oder so, hab's auf jeden Fall mal nicht deaktiviert, das Crossplay. Aber ich gucke, ob es anders. Steinhandschuh, selten. Bin leicht aus der Zone. Ah, das ist wieder Z.
benötigst einen Gürtel. Hier brummt was, das kennen wir doch von anderen Battle Royale Spielen. Seltene Federrute, nee, das lassen wir mal. Gehen wir vor der Kreis, der kleiner wird, gehen wir mal Richtung Kreis. Hab schon einen getötet. Das Spiel ist schon für mich ein Erfolg. Bestes Spiel. Direkt nach Ghost of Tsushima. Wenn man hier auch Füchse streicheln kann, dann wird es hart für Ghost of Tsushima. Dann weiß ich nicht, ob das dann noch Spiel des Jahres für mich wird. Ja, aber der hat das liegen gelassen. Der Spieler. Da geht's ab. Mischen wir da mal mit, ne? Und lassen die Schriftrollen liegen. Handschuh verbessert. Wird bereits ein Gegenstand verwendet, okay. Ach so. Verstehe. Schuhe. Hier muss einer gestorben sein. Und ein Gürtel. Dann ziehen wir doch mal die Splitter an. Sind schon voll. Nein, nein. Seltener Feuerhandschuh. Epische Flugrune. Aber ein Problem. Der Kreis kommt! Okay, ich werde sowas von sterben. Lauf! Zauberwegtempo erhöht, okay. Alles hier, nehmen wir alles mit. Das ist nochmal ein Gürtel. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich hier jetzt auch gegen Bots spiele. Neue Fähigkeit. Ja, und nun? Kann ich die wechseln? Zap oder was? Gute Frage. Ich bin auf jeden Fall am kurzen Kreis endet. Ich kann hier ein bisschen üben jetzt. Ja, okay, das ist die Flammenwand. Aber was ist, wenn ich die nicht haben will? Ich muss das doch irgendwie tauschen können. Ich gehe nochmal rein, hier fühle ich mich gerade so ein bisschen sicher. Und hier ist doch auch irgendwas. Also Leuchtfeuer, immun, was? Hier habe ich doch auch so. Hier habe ich doch Pfeile. Jetzt muss ich doch irgendwie. Nee. Wir erst weiter bewegen. Mausrad? Nein. Rechte Maustaste? Nein.
Hexerei, Flammenzauber. Eigentlich kann ich das nicht wechseln. Ich wundere jetzt, dass halt hier so Zeichen drumherum sind, ne? Ah, wartet mal, hier ist bewegen, ablegen, verwenden. Nee. Ja, auch nichts irgendwie mit Z oder Tab. Na gut, spielen wir mal weiter. Epischer Frosthandschuh. Auch einer gestorben. Epische Spurtrune. Geht alle 4 Sekunden, finde ich besser als unsichtbar machen. Schon geöffnet. Oh, nächster Kreis schon. Oh oh. Hab's verkackt. Nur noch 8 Stück am Leben, übrigens. Naja, gut, wenn man sich am Rand aufhält, brauchen wir sich nicht wundern. Ich müsste eigentlich mal einen Trank nehmen. Also ein besserer Main-Handschuh wäre noch geil gewesen, ein besserer Feuerhandschuh. Aber das schließt sich, geht jetzt in die... Das ist ein bisschen doof, die Übersetzung. Hm? Ach so, da ist der Kreis. Ja dann. Neue Fähigkeit, Flächenbrand. Ja, aber wie? Ah. Wir machen hier mal schön langsam hier. 6 Stück noch am Leben. Mein allererstes Spiel im Livestream wird wahrscheinlich kein Sieg. Aber schon unter den ersten, den letzten 4 bin ich schon, auch wenn das nicht schwierig ist, wenn man sich am Rand aufhält, ne? Battle Royale spielen. Oh, da unten geht's ab. Gekillt, habe ich einen gekillt? Das müssen Bots gewesen sein. Das müssen Bots gewesen sein. Ich kann nicht direkt spielen und gewinnen. Das ist, müssen doch Trainingsbots gewesen sein auf dem Level, wo ich spiele. Aber nur gespammt und geloodet und dann gekillt. Aber es baut natürlich auf, ja. Also ich so, oh geil, gewonnen, gleich noch eine Runde, ne? Hallo Quasche, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir? Mit deinem 1000-Hertz-Bildschirm hier. Den kannst du teuer verkaufen übrigens. Und da musst du ein paar Grafikkarten im Triple SLI-Bund reinhauen. Bibi Blocksberg Royal. Stimmt, so hätte ich den Stream auch nennen sollen. Es gibt ja auch Magier, nicht nur Magierinnen. Direkt Level 2.
Es ist Free-to-Play und es ist ein Battle Royale im Zelda Breath of the Wild Grafikstil, ne? Halt mit Magie, ne? So, was gab's denn? Verbannungen 3, also man bringt die hier nicht um, man verbannt sie. Ich habe Gold erhalten, wie viel denn? Wissen wir nicht. Spüre die Hitze. Auf Englisch vielleicht auch nochmal geil, feel the heat. Klingt 10-mal geiler, feel the heat, als spüre die Hitze. Aber hey, sei es drum. So, was habe ich jetzt bekommen? 50. 50 Ingame-Währung. Ja, ich kann neues Lachs zukaufen, ist klar. Aber was kriege ich denn für 50? Kann mir schon irgendwas für 50 kaufen. Für 800 gibt es einen Schlüssel der Befreiung. Was auch immer der tut. Gibt es ein Mondprophezeien, Outfit. Gläserner Vagabund, gewünschtes Abzeichen. Was macht denn dieser Schlüssel hier? Ach, den habe ich schon auf dem Rücken, oder was? Ja. Da warte ich doch, bis es irgendwas Schönes gibt. Was waren meine Skins? Habe ich was Neues gekriegt? Ein Abzeichen? Ach, wegen Pyromagier. Das ist schon wieder cool. Ich lasse das Vorreiterzeichen mal. Ich habe ja Alpha gespielt. Aber wenn es noch was Cooles gibt, dann... ja, erstes Spiel, erster Sieg. Ich würde sagen, das war der Stream. Besser wird's nicht mehr. Nein, immer noch eins. Wir machen direkt weiter. So, das ist meine aktiven Quests. Für unsere 300 Schaden mit Gift, mit Feuer. Also, ich klicke wieder auf Spielen. Ich nehme nochmal Feuer. Und Talente, kann ich die auch wechseln? Ach, ich kann die Talente wechseln. Hey. Musik ist wieder super laut. Sanitätes Mana, Eifer und Fluchtkünstler. Das passt alles zu mir. Mhm. Verschiedenen Rängen verschalte ich verschiedenes frei. Also ich habe eh keine Wahl. Aktuell. Das ist auch cool, dass man sich so ein bisschen skillen kann. Das hat was. Gut, erster Rang 6, erster Rang 3 und so. Ist alles okay. Das ist Verstand, das ist Körper, das ist Geist. Man kennt es. So, und kann ich jetzt... Hier ist die Flammenwall. Kann ich das ändern? Eigentlich? Beschwöre eine Flammenwand. Ja. Kann ich das ändern? Nö. Wahrscheinlich nur ein Einspruch. Bleiben wir Feuer. Bestätige. Rein da. Danach nehmen wir mal einen anderen Spruch. Eis oder so. Jetzt. Warte auf Spieler. Okay. Gib mir einen Handschuh. Weil das Gift, meine Freunde. Es gibt, glaube ich, auch Waffen als Items noch. So, wie war das jetzt? Also, von anderen gewähltes Portal, nicht gewähltes Portal, gewähltes Portal. Die sind ja alle jetzt gewählt. Ich habe offiziell keins gewählt. Doch, ich habe die Mitte gewählt. Ach, egal, ich gehe irgendwo runter. Drüben ist gut. Gleich einen Eisenhandschuh gefunden. Das geht auch schon mal gut los. Unsichtbar. Blitz wollen wir nicht. Seltene Flugrune. Nee, da behalte ich unsichtbar. Epischer Steinhandschuh, epischer Windhandschuh. Habe ich nicht als Quest? Sehe ich die noch irgendwo? Natürlich nicht. Ich glaube, ich hatte Stein, oder? Da hatte ich Gift. Ist hier, glaube ich, gerade blöd. Naja, so geht das. Aber ich glaube, da finde ich Wind echt besser.
Ja, unsichtbar. Na gut. Das ist ein Gürtel, das ist schon mal sehr gut. Gewöhnliches Amulett, die Spurtrune. Nicht als gewöhnliche. Da ist noch ein Eis. Handschuh. Ne, Gift. Oh, hier war ich wohl schon. Hier war jemand. Ist er hier nicht offen? Jetzt geht's hier aber ab. Gürtel haben wir schon besseren. Älter, epischer Gift. Wo ist denn der Kreis weg? Ah, sehr gut. ...33 Leute am Leben. Epischer Feuerhandschuh. Jetzt geht's ab. Oh. Das ist der erste Kreis, das dauert ewig. Schon. Also ich bin von der Performance echt begeistert. Also so ein Grafikstil. Gut, es ist eine 2080 drin, okay. Aber trotzdem, so ein Grafikstil und so flüssig. Habe ich schon ganz andere Engines programmiert gesehen in den letzten Jahren. Was ist das? Das ist ein epischer Blitzhandschuh. Wir sind doch schon episch unterwegs. Epischer Steinhandschuh. Skull of Spirit. Her damit. Zack. Wir nehmen Blitz. Schuhe fehlen uns noch. Ich glaube, es gibt gar keinen Fallschaden. Epische Flugrune. Ey, mal mit. Wo bin ich denn? Geh mal hier runter. Also es fühlt sich wirklich so an wie Zelda Breath of the Wild. Komm, man ist ein bisschen schneller unterwegs und man kann aus dem Sprung aus fliegen, aber... Grafik-Engine, ne? Mein kleiner Nintendo hat da kein Patent drauf auf einen gewissen Grafikstil. Was haben wir hier? Amulett. Rüstungsteile, wenn wir nicht schon voll wären. Genug Tränke. Für eine Kiste. Medium Chest. Haben wir leider schon eine epische Feuerhandschuh. Noch eine Kiste. Hübsches Amulett, immer her damit. Das ist eine große, ne? Large Chest. Haben wir eigentlich alles schon? Bis auf die Schuhe. Sind wir total episch ausgestattet. Noch 15 am Leben. War auch schon wer. Es ist vor allem auch, ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das ist, aber es könnte auch wieder was sein, was ja für Kids nicht ganz so brutal ist, weil
Man tötet ja keine Magier, man verbannt sie nur. Ne? Wurde schon geplündert? Wird es jetzt Nacht? Ich glaube, es ist gebietsbezogen hier. Aber hier hat sich jemand eine Idee. Ne? Dachte auch so Battle Royale mit so Magiern und so. Zaubersprüche tun sich anhand der Handschuhe, die man anhat, verändern, die man kann. Ich finde es nicht verkehrt. Warum ich jetzt immer noch 0 Millisekunden habe, wahrscheinlich, weil ich immer noch gegen Bots spiele. Bis zu einem gewissen Level wahrscheinlich. Kannst du mich alles erklären? Geh jetzt mal auf die Jagd. Kreis ist eh weg. Brauchen wir nichts mehr. Herzlich willkommen zur Partie Not gegen Elend. Ui, legendär, der hat ja alles legendär gehabt, der Typ. Legendäre Stiefel. Nein, nein, nein. Die zwei gehen. Wollte noch Rüstung aufbauen, aber. Z. Ja, schade. Reicht das? Ja. Jetzt habe ich mich selbst geschockt. Ja, Trick 17, Selbstverarschung. Okay, reicht nicht. Ich habe jetzt mehr Rüstung gekriegt, weil ich einen besseren Gürtel habe. Geht's nämlich bis 80 hoch. Bin noch am Leben. 5. Fuck, 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 fuck.
Der Kreis kommt. Ich bin tot. Nein! Er war neben mir. Ach, verdammt. Ich wurde besiegt von... Welchen Platz habe ich belegt? Aber es ist wohl auch ein Spieler. Kein Bot nennt sich, glaube ich, so. Das ist beim Epic Store. Basta, das gibt's aber für PlayStation, das gibt's für Switch. Ja? Brauchst halt bei Switch und PlayStation jeweils den Online-Pass. Also ich glaube bei Nintendo Online heißt das und bei PlayStation noch irgendwas anderes. Ich schaue jetzt nicht zu. Platz 4, ja mein Gott. Ich habe mich auch doof drangestellt, aber das ist mein zweites Spiel gewesen, sei es drum. Büromagier ja Rang 2, du hast Büromagier Rang 3 sogar schon. Okay, nochmal Gold dazu bekommen. Ja, zu Anfang wird man natürlich damit gefüttert, ne? Das ist klar. So, und ich bin immer noch solo. Es ist kein Tutorial-Modus, kein nichts. Es sind wohl wirklich normale Spieler, die auch erst angefangen haben. Ich muss machen, was habe ich denn? Gift, also muss ich jetzt Gift spielen. Luft aber auch, okay. Luft, Gift und Feuer, alles klar. Machen wir doch jetzt. Bleiben bei Feuer, dass wir das voll kriegen und dann können wir später wechseln. Und hier kann ich was skillen, oder was? Ah ja. Okay. Wenn du geschwächt wirst, einmalig Wiederbelebung mit 10 Gesundheit. Dann wieder 4 Sekunden lang immun. Das ist ja fies. Okay, haben wir jetzt gewählt. Ah, ich darf nur so viele Punkte insgesamt verteilen. Die haben alle unterschiedliche Werte. Ah, das hat was. Man muss gucken, was du skillst, ne? Kannst du immer nicht von allem das Beste nehmen. In dem Fall hatten wir noch Platz. Gut. Aber bei Feuer haben wir noch eins. Ladezeiten gleich 0. Und ich hab's auf der... Wo hab ich's installiert? Ist eine gute Frage. Aber garantiert auf einer SSD. Ob es die M2 SSD ist, weiß ich nicht. Andere Punkte auf jeden Fall. Darf ich nicht wählen. Es gehen überall Leute runter. Gehen wir da runter. Die sind nicht gewählt, dann gehen wir dahin. Da ist eine Ruine, da wird es Kisten geben. Was ist das da hinten? Es wird eine kurze Runde. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich habe ihn nicht umgebracht.
Tausche nicht den epischen gegen. Achso. Ich hab ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn zumindest verjagt. Ist das ja nicht. Ich brauche einen Gürtel. Hier gibt es richtig viel geiler Scheiß. Wie weit ist der Kreis eigentlich weg? Oh, fuck. Muss sofort hier los. Hey, ich habe einen Gürtel. Ich kann hier nicht bleiben, ich muss loslaufen. Das gefällt mir richtig geil, der Spell. Und der rettet mir jetzt, glaube ich, auch den Arsch, weil... Das schaffe ich sonst nie. Wir müssen so Hotspots sein, was da so leuchtet. Wenn es gerade so auf dem Weg ist und mich anlacht, dann sollte ich trotzdem weiterlaufen. Zu weit weg. Was auch ein bisschen komisch ist, es wird links oben angezeigt, wer gestorben ist. Ganz, ganz durchsichtig. Okay, wenn sie eben frisch gestorben sind, ist es hell. Ich sehe es gerade. Danach ist es noch, wird es immer transparenter. Jo. Jetzt nicht Bombe, aber auch nicht zwingend verkehrt. Ich muss das irgendwie aufladen. Also. Und wir sind drin. Und da oben hin. Dem Bereich war ich auch noch nie. Hier muss aber auch schon jemand gewesen sein. Diese Flugroute irgendwie episch, das wäre ganz geil. Oh, da sehe ich es doch schon, da kämpfen sie doch. Aber außerhalb des Kreises, oder? Meine Idee war gut, die Umsetzung war scheiße. Wo kommt dieser Pyroball her? Ich habe keine Tränke, das geht schon mal gut los. Versuche zu flüchten. Ich habe ihn gehört, dass er da drin ist. Ich hab's verkackt. Weil ich die Wolke vorne dran gesetzt habe, statt innen rein. Er hat ein bisschen Schaden gekriegt, ja. Hat er. Aber zu wenig. Da ist nochmal ein Hotspot. Gucken nochmal, ob es da noch was Schönes zu looten gibt. Sieht so aus, ne? Aber ich werde hier nicht lange allein bleiben.
Okay, ich kann mich bewegen dabei. Das ist gut zu wissen. Wurde schon ordentlich geplündert. Oh, das sieht cool aus mit der Figur. Der Sack hat da gewartet. Der ist immun! Der Spell finde ich ja richtig geil. Wir sind zum Kreis, der ist da runter. Haha! Hab ich dich, mein Freund, ha? Rüstung gebrochen? Da. Kann der endlich mal sterben? Danke. Nein, 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 nein. Die gleiche Rolle wie ich. Gürtel ist besser. Epischer Blitzhandschuh. Ich muss zum Kreis. Und ich musste. Keine Heiltränke. XX. Ja, Quatsch, das hat so ein bisschen was von Zauberei und Bibi Blocksberg, ne? Ich habe einen gekillt, das ist, das Spiel ist schon mit Erfolg, die Runde. Seltene Spurtruhen, ich finde die Flugroute gerade geil, so wie sie ist. Gewöhnlicher Feuerhandschuh, es heißt, oh, Haltrank. Au, 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 au. Da ist der Nächste. Bin in den Nächsten reingesprungen. Da steht der Nächste rechts. Lass mich doch alle in Ruhe. Nein. Gott, entweder die Rune gleich fertig oder ich bin sowas von am Sack. Ach komm, wie geht das denn? Mehr wird's nicht. Ruhig, ruhig, ruhig. Ganz ruhig. Cool, der Gürtel hat mir Rüstung gegeben. Sehr nice. Sehr nice. Trotzdem bin ich ziemlich am Sack.
Ah, ich würde sagen, ich bleibe hier unten. Hier ist doch ganz cool. Drüben rennt einer rum. Hinter mir ist noch einer. Habe ich nicht erwischt, aber ich habe einen guten Damage gemacht. Puja. Mehr Rüstung gibt's nicht. Nein, 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 nein. Da fliegt mal eben so ein fetter Ball drüber. Nein, 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 nein. Ja, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Schade. Ja, der ist doch rausgeflogen. Nein, da hat's mich erwischt. Schade. Oder was? Ich bin noch da? Oh. Ah, verdammt! Dritter Platz. Ah, dafür, dass ich Neuling bin und jetzt doch gut abging am Ende. Brauche ich mich nicht beschweren. War okay. Also unsichtbar. Ach, deswegen. Ist lustig. Es macht Spaß. Mal was anderes. Und macht auch Singleplayer Spaß. Gibt andere Battle Royals, die machen Singleplayer nicht so viel Laune, finde ich. Bis jetzt. Smauke zu sagen. So, was gab's denn? Pyromag natürlich wieder im Rang gestiegen, ist klar, ich alte Pyromane. AG Rang 4, es gab wieder Gold. Herr damit. Ihn? Herr damit. Wer bist du mit dem Ei Erfahrungen? Spiel das letzte auf Splash Damage. Für alle, die schon bei COD nur mit dem Granatwerfer spielen konnten. Ja, das. Vielleicht ist das das Spiel für die COD-Granatwerfer-Spieler. Oder Bazooka oder so. Da gebe ich dir recht, ja. Ist ein sehr hektisches, sehr Splash-Damage-mäßiges Spiel, das stimmt. Aber ich sag mal so, es ist mal was anderes. Ja, ich. Ob es jetzt mein liebstes Spiel wird, würdest du deine Erfahrung mit Spellback bisher einschätzen? Ich bin zufrieden. Bin zufrieden. Sehr zufrieden, übertrieben. Aber ich bin zufrieden. So, was ist der Hauptgrund für deine Antwort? Das Spiel funktioniert gut, also keine Fehler, Leistungsprobleme. Kann ich mehrere Sachen anhaken? Nein. Dann mache ich mir gefällt das Gameplay. So, habe ich jetzt hier... Ah ja, jetzt muss ich hier noch... Verursacht 300 Schaden mit Gift. Das machen wir auf jeden Fall noch. Haben wir jetzt mal den Gifthandschuh am Anfang. Der schießt halt nicht so weit, dafür mehr flächenmäßig, ne? Nur noch mal testen. Oder ich nehme den Gift halt als zweites. Geht auch. Könnte ich Pyromane weiter pushen. Ach, mal das, kommt. Wobei, wollten wir generell was anderes nehmen. Dann nehmen wir mal Blitz als Start.
Und dann gucken wir, dass wir nochmal was anderes kriegen. Was war das gerade? Fehler in der Engine? Warte auf Spieler. Ja gut, dadurch, dass es Crossplay ist und ich das nicht deaktiviert habe, glaube ich. Gameplay. Ich könnte mit Controller spielen übrigens. Ich finde hier jetzt nichts. Oh, ich muss was auswählen. Von anderen gewähltes Portal. Die gelbblickenden sind nicht gewählte Portale. Wir nehmen mal das hier. Mal gucken, ob noch eins gelb blinkt. Da war schon einer über mir. Also ich habe auch noch ein anderes Battle Royale mal ausprobiert. Das war auch so Comic-mäßig, aber nicht so schön wie das hier. Und auch nicht so Breath of the Wild-mäßig angehaucht. War aber auch eine Art Comic-Grafik. Und das fand ich nicht so toll. Okay, das verliere ich jetzt direkt. Aber das Q hat auch nicht gezündet bei mir. Kurzes Spiel. Warum kann ich erst reingucken? So, man merkt das nächste. Mit Feuerball wäre ich da besser zurande gekommen. Aber es gab ein paar Punkte für Blitz. Fortfahren. Und wenn man da gestorben ist, ich nehme wieder Feuer. Wenn man da gestorben ist, dann war man so ein Huhn. Für ein paar Sekunden. Und wenn man das Huhn getötet hat, war man ganz weg. Und wenn man das Huhn nicht getötet hat, dann ist man wieder geschlüpft mit wenig HP. Das ging aber, glaube ich, nur einmal. Ich weiß auch gar nicht, ob man dafür ein Item brauchte. Ich glaube nicht mehr. Das war auch ganz okay. War auch so ein bisschen Fantasy-lastig angehaucht, aber bei weitem nicht so wie hier. Das ist noch nicht gewählt. Jetzt schon. Das ist noch nicht gewählt. Wir gucken. Ein, zwei Runden machen wir noch. Dann ist gut. Ich habe jetzt keinen über mir gesehen. Doch, da ist einer. Da noch einer. Der hat sogar den epischen. Ich will das Fliegen wieder haben, das war geil. Das hat mir richtig gut gefallen. Ui! Jo! Gut, der legendäre Frosthandschuh. Ich muss ihn mitnehmen. Auch wenn wir eigentlich für die Quest Gift brauchen. Aber wenn ich einen legendären Frosthandschuh hier liegen sehe, dann ist das Verschwendung, wenn ich den nicht mitnehme. Ich muss einen Trank nehmen. Hier bald sind wir vom Kreis weg. Na, es war ja klar. Nein. Nein. Ja, wenn es eine Minute ist, dann gehe ich los. Spätestens dann. Gut, hier war ich schon. Ja, oder? Nein. Gut, ich habe bessere Stiefel. Dann auf geht's. Was ist denn das? Was ist denn das?
Einfach nur Froschtür stürmen. Besser wie nix. Und wir können... Ich brauche einen Gürtel. Verdammt. Dringend noch vor Plündern. Einzige, was man vielleicht ein klein bisschen bemängeln könnte, wäre, dass es halt fast immer nur Ruinen sind. Ja, das wäre so vielleicht ein Meckern auf hohem Niveau. War hier schon jemand? Ja, hier war schon jemand. Ja, also dass es sich vom Setting oder so vom Layout hier immer so ein bisschen wiederholt. Aber ja, mein Gott. Diese Schriftrollen sind halt übel. Gebt mir einen Gürtel. Also ich glaube, ohne Gürtel hat man keine Chance. Ich muss mal noch einen Trank nehmen, merke ich gerade. Ist hier unten noch was? Ah, da könnten wir sterben. Das lassen wir mal. Nehmen wir noch einen Trank. Epischer Gürtel. Da sag ich doch nicht nein. Und noch eine Schriftrolle. Was ist das? Oh. Zwar nur gewöhnlich fliegen, aber... I love it. Ich brauch das. Gucken wir es mal da unten. Was ist in dem Haus noch drin? Sagen, ist hier der Battlefield-Panzer durchgerollt. Alles zerschossen. Wir wären auch jetzt direkt am Kreis. Dann gucken wir hier oben noch in diese Burg. Oh. Ah, ja, ja. Was schluck ich jetzt? Ist relativ nah. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Small Chest ist immer nur ein Item drin. Medium sind, glaube ich, zwei. Da müssen epische Legendäre drin gewesen sein. Sonst hätte er keine epischen fallen gelassen, der hier geplündert hat. Was manchmal so ein bisschen irritierend ist, wenn die Spells sich aufladen. Hat übrigens nicht gereicht, um voll zu sein. Müssen wir noch einen Trank nehmen. Oder einer gestorben oder zwei. Seltene Flugroute. Danke. Dann gibt es halt auch so Geräusche, wo man denkt, da könnte einer angreifen. Aber das ist, weil mir die Erfahrung noch fehlt. Wir nehmen mal einen Trank. Lass mal voll sind. Es nähert sich, wir sind noch im Kreis. Auch immer schön die Taktik am Kreisrand bleiben. Weiß, ich bin gerade raus aus dem Kreis. Hat sich aber auch gelohnt. Ja, wir brauchen nicht so viele Rüstungssplitter.
Tränke schon eher. Oh, die epische Flugrune! Jackpot! Sprungrune, nein, wir wollen fliegen. Ah, und noch eine Rolle. Ah, dürfen wir nicht, ne? Haben wir schon maximal. Schade. Da läuft doch einer. Bist du doof? Da hat mich eingefroren, der Penner. Wo ist er hin? Will da noch einer mitspielen? Das ist ein neuer. Das muss ein Bot sein. Gürtel haben wir schon, ne? Ja. Aber ein Amulett wäre noch geil. Hat er auch noch schwächer. Weiß nicht, war der das? Hat er sich auch gerade geheilt? Hm. Na gut, geh weiter. Da rennt einer. Nur ein Bot gewesen sein. Damit ist das epische Amulett. Ah, der Kreis! Oder Leute, die halt wirklich das Spiel zum ersten Mal spielen oder so. Ich kann es mir anders erklären. Hallo, Freunde. 7 Stück noch am Leben, 3 habe ich gekillt. Wenn die alle ein bisschen easy waren. Da rechts. Da mischen wir mit. Ah, da. Junge, da musst du früher aufstehen. Was hast du dabei? Nichts, was ich gebrauchen kann. Die Luft zu ballern, ist eigentlich Perle vor die Säue. Ist ja immer noch hier. Liegt nur aus dem Kreis raus, mein Freund. Alter! Fuck, 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 fuck. Ey, mich jagt da einer.
Nein, von was denn? Penner! Angriff ist die beste Verteidigung! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Lauf! Den konnte ich noch abfarmen. Hat der Rüstungsteile? Nein. Nix, der hat nichts, was ich gebrauchen kann. Ich muss jetzt hoffen, dass die zwei sich battlen und ich staub ab. Ich kann nichts tun. Schade. War der letzte? Nee, dritter wieder. Ah. Da war ich eingefroren, hat mich gut erwischt. Was sagt die Uhr? Eins machen wir noch. Das hat, glaube ich, nicht für den Ulti gereicht, für den Daily gereicht, ne? Magier, Rang 4. Fünf wieder Gold. Okay, neues Icon. Wir müssen noch mit Gift. Ja, machen wir noch ein Spiel mit Gift. Dann ist gut. Ich verballe auch meinen Mana zu schnell. Weil ich einfach nur spamme. Das ist halt auch noch so ein typischer Anfängerfehler, garantiert. Dann nehmen wir jetzt mal Gift, dass wir das noch fertig machen, auf jeden Fall. Den kann ich, wie gesagt, nicht wechseln. Ging, glaube ich, in der Alpha noch. Da konnte man, glaube ich, beide jederzeit wechseln. So muss ich mich jetzt auf meinen Main festlegen und den anderen zweiten kann ich mir dann aussuchen im Spiel. Einmal noch eins und wenn ich jetzt sterbe, noch ein zweites, aber... Ich finde, es hat was. Für Free-to-Play? Schöne Grafik. Action, aber was anderes. Ich sag's halt immer wieder, was bringt mir das x-te Call of Duty, das x-te Battlefield, das x-te, habt ihr nicht gesehen, ja. Wir erfinden alles Rad nicht neu. Auch die hier nicht, aber sie kombinieren schön, finde ich. So, wir wollen zu der Hollywood, nee, die Hmwood Ruins. Nee, wollen wir nicht. Die gelb leuchten, ist keiner. Das wird nicht so bleiben. Es gibt auch nur eine Map aktuell, so wie ich es verstanden habe. Korrigiert mich da bei YouTube gerne in den Kommentaren. Wenn das jemand nachguckt, ne? Habe ich seltener Frosthandschuh gegen ungewöhnlicher. Nehmen wir noch selten. Aber ein Feuerhandschuh. Aber gewöhnlicher. Also auch ein Spiel für alle, die immer zu doof sind, den Fallschirm zu öffnen und beim Aufprall sterben. Das gibt's hier nämlich nicht. Oh, ein Gürtel direkt. Gürtel ist sehr im bei epischer Steinhandschuh. Nehmen wir mit. Wobei ich muss dazu sagen, ich bin mit Stein. Also ich finde es ganz cool, der Feuerball fliegt sehr, sehr weit. Und der Stein zum Beispiel, wenn ich jetzt mir am Boden teste, eben nicht. Ja.
Ist natürlich wieder im Nahkampf ganz geil. Und am Schluss ist es ja eigentlich eher nah. Ja. Vielleicht ist dann auch genau die Taktik zu sagen, ich hole mir zu Anfang die Fernkampfsachen. Und am Schluss gucke ich, dass ich auf was Geiles gehe für Fernkampf. Könnte natürlich sein. Das ist mal die komplett falsche Richtung, aber egal. Ich habe immerhin schon Stiefel. Da ist ein besserer Gürtel, den holen wir uns gleich. Bessere Stiefel, komm her. Und ah, die haben wir schon. Bietet sich halt auch im Koop an, weil man sich ja dann auch gegenseitig die Sachen zuschustern kann. Mit hier liegt noch ein Gürtel, brauchst du noch oder so. Ne? Und ich finde es auch gut, dass es nicht so viel gibt. Im Sinne von noch ein Helm und noch ein Visier. Und ich erinnere da an PUBG-Zeiten. Da war Quatsch da auch als dabei. Gelootet, 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 tot. Boah, geiles Spiel, komm, wir machen noch eine Runde. Gelootet, 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 tot. Nach der dritten Runde haben wir gesagt, oder vierten Runde haben wir gesagt, hör auf, mach keinen Bock. Bessere Gürtel. So, ich bin wahrscheinlich wieder am Arsch der Welt, oder? Natürlich. Bin ich schlecht ausgestattet? Mit Doppelgift? Nein. Wir haben Erde. Ich glaube, hier bin ich auch gestartet. Bin mal Presse an den Rand gegangen. Ich Verrückter. Oh, die würde ich gerne noch plündern. Ich habe jetzt noch nicht den Unterschied erkannt. Also Tränke weiß ich mittlerweile, große, kleine. Hier diese Splitter gibt es auch in groß und in klein zum Auffüllen. Also Items habe ich jetzt aber echt Glück gerade. Nein, jetzt habe ich es verschwendet. Das war so doof. Seltener Blitzhandschuh. Kann von allem zwei haben. Habe jetzt zwei kleine, zwei große, zwei kleine und zwei große Runen. Also Runen, Panzerung, Rüstung. Seltener Feuerhandschuh. Nee, wir gehen heute nicht auf Feuer, oder? Nein, da bleiben wir bei epischer Erde. Komm, probieren wir das mal. Gott sagen, ich habe ein Problem. Zu lange gelootet. Ah, ich habe ja noch diesen fetten Steinball auf E. Das darf ich nicht vergessen. Aber epischer Gürtel, epische Schuhe, episches Amulett. Pff, da braucht man sich nicht beschweren. Ja, ich sag mal, mit der Fähigkeit kann man ein bisschen ausgleichen und wir schaffen es in den Kreis. Knapp, aber wir schaffen es. Kann es aber auch nicht lassen, ne? Nein! Wirklich Schaden genommen. Legendär! Danke. Da wird schon gekämpft. Ich habe einen Punkt Schaden genommen. Der Penner hat mich gut erwischt.
Nimm meinen Feuerball, Freund. Tschüss. Oh oh. Da müsst ihr früher aufstehen. Legendärer Gürtel. Jetzt geht's hier aber ab. Legendäres Amulett habe ich leider schon. Jetzt mit legendären Schuhen. Huh? Wir nehmen nochmal Rüstung dazu. Greifen uns gleich einen kleinen Trank ein. Gibt's hier noch Tränke? Nur ein paar Rüstungsscherben gebrauchen. Ja, wir nehmen noch eine kleine Rüstungsscherbe und dann können wir die direkt nachfüllen. Kleiner Trank können wir noch nehmen. Eine große Rüstungsscherbe wäre noch geil. Ah, sollen sie nur kommen? Hier zündelt doch einer. Das ist das Ding da in der Mitte. Ist da auch einer gestorben? Ja. Ja, der war auch gut dabei. Oh, legendärer Feuerhandschuh. Da müsste ich ja eigentlich wechseln, aber ich finde... Ja, ich muss. Was ist denn hier die große Klimperparty? So klimpert, als gäbe es keinen Morgen. Mein Intimschmuck. Quatsch, der. Der klimpert nicht. So. Das weiß man doch. Es muss irgendein Bug sein. Das ist, weil hier ist irgendwas eingeklemmt. Das Ding da drin irgendwie. Wir sind schon voll. Dann nehmen wir noch hier einen Dreier. Wow, 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 wow. Nein, nein, nein! Du Schwein! Ja, jetzt hat er mich abgefarmt. Schade, weil ich so offen stand. Ich hätte mich zurückziehen sollen. Schade, aber ich habe ein paar gekillt. Das fand ich jetzt von dem, was ich jetzt so ein bisschen gespielt habe. Ah, der hat auch schon einen geilen Skin, der ist auch schon lange dabei. Fand ich jetzt für meine Verhältnisse ganz okay. Dafür, dass ich das erste kurz gespielt habe, habe ich echt ein paar gut jetzt abgefarmt. Ich komme so langsam ein bisschen rein. Und was sagt die Uhr? Die Uhr sagt gleich 10. Die Spieler gehen dann noch ein bisschen länger. Ich muss dann nicht mal bis 10 machen. Macht mir Laune, mache ich auch mal wieder. Ich finde das Singleplayer jetzt echt gerade ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, es geht zu zweit und auch zu dritt. Ich glaube, dann wäre es zu hektisch. Wenn du nur noch im Team bist und alles pullt sich an, weil es so hektisch ist. Und man brüllt sich ja, was heißt anbrüllen? Man ist ja generell schon mal laut bei einem normalen Battle Royale, wo es nicht ganz so Sprung und Feuerball und Hass nicht gesehen ist. Von daher, mal schauen. Habe ich die Dailies abgeschlossen? Ja, was habe ich dafür gekriegt? Geht das irgendwo?
Abzeichen oder wie? Ach so, ja, das war jetzt für einen solider Start. Das ist Toxikologe, aber wahrscheinlich, weil ich das gekriegt habe, Karte. Das ist die Basiskarte und hier haben wir den Pyrum, ein menschlicher Pyromagier. Hallo? Titel vor Alpha-Tester, klar, da sind wir drin. Ansonsten gibt es halt auch, ne, wenn man hoch, das Leuchten beim Hochspringen, die Wolkenspur beim Landen, ne, das kennt man auch, sind die Fallschirme bei anderen Battle Royals oder ähnliches. Artefakt habe ich noch keins für auf dem Rücken und ich habe noch keins freigeschaltet und dieser Schlüssel da auf dem Rücken, der haut mich jetzt nicht vom Hocker. Vielleicht was für alle Fans von, wie heißt das Spiel? Kingdom Hearts. Vielleicht daran angelehnt. Ansonsten gibt es noch Lehrling-Outfit, aber warum sollte ich mir das holen wollen? Da spare ich noch meine Punkte lieber. Ja, also wie gesagt, es ist Free-to-Play. Jeder, der Bock hat, es hat Crossplay. Es gibt es für alle Konsolen, die aktuell auf dem Markt sind. Die neuen wird es wahrscheinlich auch kommen. Weiß ich aber noch nicht. Und es gibt es bei Epic. Probiert es aus. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich sage. Macht mir Laune. Mache ich auch mal wieder. Aber an der Stelle hier ist jetzt Schluss. Deswegen für alle, die dabei waren oder die es auf YouTube nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Bis zum nächsten Livestream oder Video.